Willkommen zurück, meine treuen Gefährten, und willkommen zu einem ganz neuen Projekt. Wir spielen heute Outlast. Ja, wir spielen sie auf der PS4. Meine PS4 hat sich endlich wieder mal repariert und ich bin sehr gespannt auf dieses Let's Play. Ich spiele nämlich blind, also ich habe überhaupt keine Ahnung, um was es denn in diesem Spiel geht, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Facecam ist natürlich auch dabei, denn die Reaktion, die wollen wir uns ja nicht vorenthalten. Legen wir gleich los und spielen dann das neue Spiel Outlast auf meinem Kanal. Viel Spaß. Oh, welcher Schwierigkeitsgrad wird denn gewählt? Wir nehmen... Ja, komm, wir spielen normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalist, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichte auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, das sind ja glorreiche Aussichten für dieses Let's Play. Da bin ich gespannt. Und ich spiele das auch noch blind, ey. Ich muss verrückt sein. Ich muss irre sein, wirklich. Aber halten wir uns davon nicht ab. Legen wir einfach los. Zum Glück sind jetzt Untertitel an, also einfach mal durchlesen. Denn ich glaube, so schnell bin ich mit dem Lesen auch nicht. Aha. Und das da drüben nennen die Nervenheilanstalt? Sieht aus wie das Schloss von Graf Dracula oder sowas. Das wird ein Spaß. Boah, ich fahre da so ganz einsam und verlassen. Wieso habe ich eigentlich keinen Partner oder so? Mount Massive Asylum. Wer baut mitten in der Pampa eine Nervenheilanstalt? Okay, ist klar. Die Psychopathen, die wollen ja da nicht ausbrechen oder so. Denn man will nicht dafür verantwortlich sein. Aber schon allein das logistische Problem ist einfach verrückt. Oh, was haben wir da? Oh, Notizen, Batterien. Oh. Okay, sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaubt nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fesseln... Was faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht? Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay, denn wir sind ja Enthüllungsjournalist. Wir wollen sämtlichen auf den Grund gehen. Aber wieso wir uns nicht verteidigen können, ist mir auch nicht so ganz klar. Okay, wir haben eine Kamera. Ich weiß, das ganze Spiel dreht sich eigentlich hauptsächlich um die Kamera. Also das habe ich mir schon mal so gespoilert, okay. Die Nachtsichtfunktion funktioniert auch. Also ich habe jetzt noch gar nichts gemacht, das war jetzt alles selber. Genauso wie die Tür aufgemacht, das war ich auch nicht. Und das sieht schon ein bisschen vielversprechend aus, oder? Deine Ziele werden in deinem Notizblock aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelten Dokumente. Okay, schauen wir mal in unseren Notizblock. Ja? Genau da, also Notizen haben wir nichts. Und Dokumente auch nichts. Außer halt der Informant. Okay, alles klar. Gut. Also die Steuerung ist wie folgt. Ganz normal eigentlich auf der PS4. Links, linker Stick ist bewegen. Rechter ist umschauen. Was machen wir auf Kreis? Okay, man kann sich ducken. Auf Dreieck wird, glaube ich, die Batterie ausgewechselt. Auf Viereck passiert nichts. Und auf X können wir springen. Okay, also auf R1 können wir die Kamera aktivieren. Aber wie das Nachtsicht jetzt geht, weiß ich noch gar nicht.
Ha. Gott, was. Ich höre hier lauter Sachen, hey. Ich bin hier echt irgendwie voll am Ende. Ja, und jetzt? Muss ich hier eigentlich rein? Okay, sieht mal nicht so aus. Deswegen laufen wir einfach mal ein Stück weiter. Kann ich auch rennen? Nein, rennen kann ich nicht. Wie zum Teufel geht jetzt hier das Nachtsichtgerät an? Das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht so? Ach so, kann man zoomen, okay. Nein. Okay. Also so auch nicht. Ja, ich komme da schon, glaube ich, irgendwann dahinter, wie man das denn auspackt. So. Drücke Viereck, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte Viereck gedrückt und bewege. Ach gut, das ist mir einfach viel zu schnell. Oder gedrückt halten. Okay. Drücke R1, um deinen Camcorder bereit zu machen. Machen wir das doch mal. Oh Gott, da oben ist das Licht angegangen. Hey, was ist hier? Ereignis aufgenommen. Deinem Notizblock wurde ein Eintrag hinzugefügt. Ah, okay. Notizen. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterisches Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sich auch immer an diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die Ihnen das Geschick bricht. Genick bricht, nicht Geschick. Oh Gott, da oben ist jemand. Oh Gott. Wer war das? Okay, ja, ich muss. Kann ich hier nicht irgendwie rennen oder so? Nein, gar nicht. Gott, ich höre hier die ganze Zeit immer irgendjemanden lachen. Das ist echt grausam. Ach so, L1, okay. Alles klar. Somit können wir auch rennen. Dann ist dieses Rätsel auch gelöst. Aber wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich denn jetzt schon rein? Okay, da komme ich nicht rein. Oh Gott, das ist sowas von krank. Ich höre hier überall Stimmen. Überall schreit jemand und ja, die wollen mich, glaube ich, wirklich, dass ich mich hier aufhänge, glaube ich. Okay, aber wie man jetzt den Nachtmodus anmacht, das hat mir auch noch keiner gesagt. Oh mein Gott. Ich habe echt Panik. Was ist da? Aber da oben war jemand. Ich bin mir da sicher. Ich habe da gerade irgendjemanden gesehen. Was ist mit der Lampe da? Heute mal nicht gerade hängen, okay. Also ich denke. Oh Gott, ich habe mir gerade gedacht, wer läuft denn da am Boden? Was haben wir hier? Ach, da ist ein Loch, okay. Mit Kreis kannst du in die Hocke gehen. Alles klar, das habe ich ja schon gewusst. Also gehen wir mal in die Hocke. Ja, ich glaube, ich werde da nicht erwartet als Besucher. Deswegen muss ich hier auch alles irgendwie außenrum laufen. Also ich konnte ja jetzt, ich habe jetzt gerade vorher gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube, ich konnte vorher sowieso nicht rein. In der Camcorder Einzelbrett kannst du mit hoch und runter hinein und herauszoomen. Ja, alles klar. Soll ich hier irgendwas sehen? Gott, ey. Sogar Gewitter gibt's hier. Was für ein kranker Scheiß. Ach cool, da kann man hochklettern, alles klar. Sieht aber nicht alles so schön aus. Die Musik, ey. Okay, kann ich springen? Alles klar. Das hätten wir auch gemacht. Um nach oben zu springen. Okay. Aber soll ich da wirklich rauf? Also ich bin mir jetzt da gar nicht sicher, ob ich da hoch sollte. Aber irgendwie gibt es ja gar keinen Ausweg, oder? Finde ich auch richtig geil, dass man hier so die Füße sieht. Das heißt, man sieht eigentlich immer, wo man hinläuft. Finde ich echt super gemacht, wirklich. Ich kenne den Teil jetzt noch gar nicht. Also wie gesagt, ich spiele das hier alles blind. Aber finde ich echt super gemacht. Auch das mit dem Camcorder gefällt mir eigentlich recht gut. So. Dann laufen wir mal hier lang. Oh Gott, das sieht nicht so gesund aus. Aber gut, wo soll ich denn überhaupt hin? Nein, hier muss ich nicht lang. Hä? Wo muss ich hin? Oh Gott, die Musik wird auch irgendwie immer schneller. Ich bekomme langsam echt Panik. Ja, gut. Ja, Gott, hey. Oh Gott, meine Fresse.
Spring doch einfach wieder runter. Ja gut, hier scheint es anscheinend nicht lang zu gehen. Das war jetzt auch... Oh Gott, ich höre hier überall... Oh Mann! Da kriegt man echt Panik. Ja gut, aber anscheinend ist da nichts. Ich versuche es jetzt einfach mal in der Türe. Vielleicht geht die ja auf. Nein, die ist verschlossen. Ach komm schon! Oder war der Weg doch richtig? Aber wo soll ich denn da reingehen? Hey, war das Fenster vorher schon auf? Da ist auf jeden Fall ein offenes Fenster. Hä? Also ich glaube jetzt nicht, dass das vorher schon auf war. Oder war ich anscheinend so blind? Das kann natürlich auch sein. Ich sehe nicht immer alles gleich, aber... Wieso war ich jetzt vorher nicht da oben? Ach Mann, jetzt darf ich alles nochmal da hoch. Ja dann, steigen wir eben nochmal rauf. Wo der jetzt eben runtergefallen ist, ich hab mich zu Tode erschreckt. So, versuchen wir jetzt mal so drüber zu laufen. Aber das mit den Füßen gefällt mir echt gut. Kenne ich auch so noch gar nicht. Habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gesehen. So, hier war doch das Fenster, oder? Nein, da vorne. Komme ich da hin? Ja, tatsächlich. Oh Gott, ey. Ach so, okay. Also, so. Ach, jetzt. Oh mein Gott. Wo zum Teufel bin ich hier bloß gelandet? Okay. Ja. Boah, sieht das hier alles spooky aus. Ist doch krass, oder? Ich mach mal die Tür auf. Boah, brauche ich meine Kamera? Boah, ich weiß gar nicht. Sieht auf jeden Fall alles sehr krass aus. Okay. Schauen wir mal da lang, was es da so gibt. Machen wir mal das Nachtsichtding aus. Hm? Ist das Ding wirklich verlassen? Das sieht nämlich gar nicht so aus, wie als ob es verlassen wäre. Boah, ich mach mir fast in die Hose, hey. Zumal ich spiele das alles noch abends. Oh Gott, Mann! Und ich hab's gerade noch gesagt. Zumal ich kann mich nicht mal irgendwie verteidigen, also... Wenn mir irgendeiner... Oh Gott, ey, die Musik, die macht mich fertig. Wenn mich hier irgendeiner angreift, dann bin ich erledigt. Beziehungsweise ich muss ja wegrennen. Aber wohin? Oh je. Soll ich da reingehen, oder? Wieso brennt hier überall Strom? Ach Mann. Hier brennt überall Strom. Ich mache jetzt mal lieber die Tür zu. Ich weiß nicht, was mich da erwarten wird. So, gibt's hier irgendwas zum Einsammeln? Ja, ja, Batterien. Ah, sehr schön. Okay, ja gut, ich habe sie vorher schon gewechselt. Ich habe gerade gedacht, die Tür ist aufgegangen, aber nee, war nichts. Oh Gott, ich habe mich von meiner eigenen Silhouette habe ich mich erschreckt. Gibt's hier vielleicht was? Nein, auch nicht. Okay. Wo zum Teufel muss ich hin? Gehen wir mal hier lang. Was gibt's da? Aha, ein Telefon, okay. Nehmen wir mal die Dokumente mit. Schauen wir doch mal. Okay, behandelnder Arzt Dr. Carol Houston, alles klar. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4. Hormonen. Okay, alles klar. Also wer das gern durchlesen will, sollte halt jetzt kurz Pause drücken. Ich will das jetzt nämlich nicht alles lesen. Aber hier ist doch ein Telefon. Da stand doch gerade was, oder? Hä? Da jetzt? Da? Vielleicht so? Nee, auch nicht. Okay. Anscheinend soll keiner das Telefon bedienen. Obwohl da irgendwas dran steht, aber das ist zu schnell. Ich kann es nicht lesen. Moment, jetzt müsste es, oder? Da geht's um die Türe. Ach so, okay. Ich dachte schon, da geht's ums Telefon. Aber nee.
Ja, klar, bestimmt. Ich glaube, ich gehe da lieber nicht rein. Meine Fresse, ey, was man hier alles hört. Zumal, wenn man es noch mit Kopfhörern spielt. Es ist wirklich brutal. Ich glaube, ich sollte da nicht reingehen, oder? Ich schließe mal lieber die Türe. Und gehe, glaube ich, da mal hoch. Ich glaube, gar nicht so schlecht. So. Das war jetzt echt ex. Gibt's da irgendwas? Hä? Gott, sieht das krank aus. Da hinten ist doch. Die ist doch gar nicht verlassen. Alter. Okay. Ja, das macht mich jetzt aber nicht froh, dass da jemand ist. Absolut nicht. Alles klar. Bücherei. Ich nehme mal an, ich muss da rein, oder? Weil ich komme ja sonst nicht weiter. Ach so, Kamera habe ich ja aktiviert. Tu mal die Kamera weg. Okay, dann gehen wir mal da rein. Oh Gott, Alter! Seid ihr denn total bekloppt, hey? Oh Gott, Mann! Was geht denn ab? Ach du meine Fresse, wie das aussieht. Oh Gott! Dem hat man den Kopf abgeschlagen. Ja, großartig. Richtig toll. Oh Gott, da ist noch mal einer. Oh Gott, der lebt sogar noch. Okay. Ich muss mich verstecken. Okay. Oder war das das? Hä? Jetzt habe ich. Ich habe es irgendwie gar nicht vermasselt. Irgendwie. Okay, ja, dann gehe ich schon raus. Okay, chill. Relax. Aber er ist auf jeden Fall tot. Alter, hier ist, überall hängen welche, hey. Aber ich finde das, wie der atmet, hört sich richtig nice an. Also. Echt Respekt. Oh, scheiße, ich muss Batterie wechseln. Ansonsten komme ich jetzt. Ich muss hier unbedingt raus. Oh Gott! Soll ich da jetzt echt rausgehen? Meine Fresse, was passiert da bloß, hey? Oh Gott, wie der atmet. Alles so ruhig und. Boah. Okay. Scheint anscheinend weg zu sein. Zum Teufel muss ich lang. Vielleicht hier lang? Ich glaube, da komme ich auch noch. Ah, wieder Toilette, okay. Oh mein Gott, Alter. Okay, die Batterie nehme ich schon noch mit. Das wäre jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich will jetzt da nicht lang. Hey, ich schwöre, da war doch gerade jemand. Ich habe doch jemanden gesehen. Ich will da jetzt nicht raus. Okay, da war niemand. Ja gut. Sollte so auch klappen. Denke ich doch mal. Alter, Alter. Schon der erste Part frisst mir die Nerven in den Bauch. Okay, da auch alles verbarrikadiert. Hätte ich jetzt probieren sollen, in den Raum zu gehen. Ich hoffe nicht. Okay, gut. Kann ich eh nicht rein. Ich hab echt Panik. Ich hab Panik. Alter Schwede, was geht? Alles klar. Passt schon. Ja. Wer war das? Merciful.
sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ich wurde auserwählt. Okay, für was? Sind die jetzt alle weg? Fliehe aus der Nervenheilanstalt, benutze das, den Sicherheitsterminal, um den Eingang zu öffnen. Deine Ziele werden in deinem Notizblock angezeigt. Okay, meine Freunde, dann hätte ich gesagt, das sehen wir aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da und wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Part von Outlast. Bis dann und ciao.